Aber was machen wir mit den drei Horden? Wir können jetzt stärker einsetzen, aber wir haben ja. Haben wir Stärke schon? Ich glaube nicht. Ich meine doch irgendwas gelesen zu haben von wegen Radioturm. Da stand in der Komplettlösung ein Riesenabsatz drüber. Oder war es ein Riesenabsatz? Ja, das muss doch voll die große Rolle gespielt haben da, sonst wird es ja nicht drinstehen. Pokémon. Pokémon Go. Komplettlösung. Nein. So, genau. Dukatia City. Siehst du. Fahrradladen. Das habe ich auch verpasst. Das ist doch also... im Südosten der Stadt. Also so oberflächlich wie ich spiele, das ist echt nicht zum... Das kann man sich echt nicht geben. Südosten ist rechts, du Vollidiot. Mann. Immer diese scheiß Himmelsrichtung. Wer hat die erfunden? Bist du der Fahrradladen? Na. Nein. Bist du der Fahrradladen? Ja. Die Welt ist ein Rad weg. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du für ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Ja. Ja, großartig. Gib mir den Namen und Nummer. Dann leih ich dir ein Fahrrad. Okay. So, Radioturm. Du wirst... Glückszahlshow habe ich gemacht. Quiz habe ich auch gemacht. Dreimal. Zweites Stockwerk, blaue Karte. Okay. Das Kaufhaus. Hier gibt es zahlreiche Dinge zu kaufen. Zum einen der Keller. Jedes Mal, wenn du... Okay. Bills Haus. Er ruft dich dann immer an, wenn deine Pokémon-Box voll ist. Das macht er bei mir aber schon. Also... denke ich, das ist gut so. Ja. Untergrund, da war ich auch schon. Huch. Ist das der Keller? Nein, das ist nicht der Keller. Du verdammter Idiot. In diesem Tempo wirst du wohl 100 X-Parts brauchen bis zum Kampf gegen Rot. Ja. Denn ich habe mir... Hallo überhaupt. Hallo erstmal, Marco Zach. Ich spiele das Spiel in meinem Tempo. Und ich habe mich schon angeschissen, weil ich gelesen habe, dass Pokémon Kristall verdammt lang ist. Also meine eigene Schuld, aber hey. So haben wir halt länger... was vom Spiel. So haben wir länger was von Pokémon. Ist das nicht schön? Heute ist Käferfangturnier. In Animal Crossing? Oder was? Okay, die Kisten sind nicht für uns gedacht. Aber jetzt, oder? Ich dachte, da stand doch, jedes Mal, wenn du in den Keller des Kaufhauses gehst, stehen die Kisten anders. Schön scheiß. Oder muss ich nochmal ganz raus? Ey. Dein Tempo ist top. Es gibt einen Park, wo du an diesem Turnier teilnehmen kannst. Aber kommt der nicht erst viel später? Wahrscheinlich. Lala. Untergeschoss. Ja, jetzt kommen wir erstmal hier hin. Das ist doch schon mal gut. Hyperball. Sehr gut. Ja, geil. Was kann man da unten eigentlich fangen? Finden, meine ich. Steht da gar nicht. Auch nicht schlecht. Reicht es auch, wenn ich so mache? Ich will nämlich nicht andauernd raus und reinlaufen. Ja, das reicht auch. Gut.
Feuerheiler. Nein, musst du nach oben gehen, dann rechts ist der Park irgendwo. Links. Ja, was denn nun? Links oder rechts? Äther. Nur ein bisschen Äther ist ja ganz schlecht. Gar nicht mal so schlecht, meine ich. Ganz schlecht, natürlich. Und da ist eh eine verschlossene Tür, wie ich sehe. Von daher ist mir das auch egal. Es ist mir Wurst. In der vierten Etage kannst du mit einem jungen Aberregen sein Marcello tauschen. Bills Haus. Ich war doch schon in Bills Haus, oder? Also meiner Meinung nach hat mich Bill schon angerufen, als meine scheiß Pokémon-Box voll war. Also würde ich sagen, dass ich das schon habe. Untergrund war ich. Arena war ich auch. Okay, dann sind wir hier durch. Dann können wir nach Teak City. Yeah! Route 35. Und dann nach links in den Park. Haben unsere Pokémon eigentlich Heilung und so? Nee. Wir sind echt ein Scheiß-Trainer. Oder ich. Ich heil meine Pokémon. Danke, danke, ja, danke, danke, danke. Champagner für alle, Champagner für alle. Ah, hier steht ja. Nationalpark. Während des Käferturniers erscheinen andere. Siehe unten. Bist du Trainer? Ja, natürlich bist du Trainer. Hä? Wieso denn Bibi? Ich wollte doch... Zack, stirb jetzt, weg mit dir. Was los, Dicker? Was los? Picknicker Emily, hä? Kannst du... Oh, hallo? Mama? Hi, Nico, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden. Und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Von meinem Geld? Ist das nicht nett von ihr? Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Kilian. Du wirst hier gleich gar nichts mehr zeigen. Zack. Und daneben? Daneben? Wie kann das denn zweimal daneben gehen? I'm calling Bullshit. Maril sagt mir jetzt gar nichts. Ach so, doch, jetzt sagst du mir doch was. Ja klar. Hab ich schon mal gesehen. Hoffentlich ist es nicht Elektro. Nein, es war einfach nur schlecht. Ach, hättest du doch verloren. Tja. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. Aber du kannst dich wahrscheinlich auch nicht beschützen. Tu nicht so. Nina. Mit deinem Pikachu. Was für ein Basic Pokémon. Jetzt stirb! Sehr gut. Meine Güte, bist du stark. Bist du auch nochmal ein Trainer? Bist du auch nochmal... Eine Abreibung, ja? Ich habe aus den Radio-Pokémon-Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Okay. Ich habe nur kurz was geschaut. Hast du schon mal diese Edition oder Gold? Nein. Das ist ein Blind-Let's Play, sozusagen. Ich habe das noch nie gespielt.
Noch nie. Wenn ich das gespielt hätte, oh mein Gott, dann wäre ich ja, dann wüsste ich ja sofort, wo ich hin muss. Also ich muss auch sagen, ich finde Let's Plays, wo man das Spiel kennt, eignen sich besser für Zuschauer, weil man dann nicht so viel umherirrt. Hier ist es halt, ey, cool, hier ist es halt ziemlich viel umherirren, weil ich das Spiel nicht kenne. Aber die Komplettlösung hilft mir. Sehr gut. Sieht aus wie ein tollwütiges Yoshi. Oh nein. Siehe meine Virtuosität, mit der ich die Bälle jongliere. Okay. Jongleur Erich. Level 2? Was war das denn für ein Scheiß? Level 6. Jetzt kommt bestimmt Level 10. Das sag ich doch. Jetzt kommt Level 14. Oder? Ha. Ich habe das System durchschaut. Ich bin schlau. Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Puh, das war ein Ruck. Oh oh. Ich übe mich im Feuerspucken. Feuerspucker Wolf schickt Magma. Yeah. Nein. Smog. Level 19. 6 Zuschauer, ich begrüße alle meine Zuschauer. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann... Worauf wartet ihr noch? So. Wächter Dirk möchte kämpfen. Hier steht, dass er nur nachts kämpft. Na, da haben wir aber Glück gehabt. Oh, okay. Ja, der wird nicht überleben, das kann ich schon sagen. Guck mal, Kruste hat immer noch 18 HP. Wieso lebt es denn noch? Ich dachte, es wäre tot. Plot Twist. So. Wächter Dirk. Schwupps. Ja, schwupps nochmal. So, und dann haben wir, da haben wir noch was anderes. Schaut mal. Ich sehe nämlich auf der Karte was Interessantes. Seht ihr hier? Ein Traumato, hallo. Kann ich... Das dürfte klappen, ja. Schlafpuder und so. Wenn das Ding nicht immun ist, ja, es ist okay. Mach mal Rankenhieb vielleicht. Ja, ist okay. Mach mal. Okay, ist nicht mehr. Mach nochmal Schlafpuder. Und dann schmeißen wir ganz entspannten Hyp. Wir haben auch keine Bälle mehr, ey. Mann. Wir müssen Bälle kaufen. Naja, hoffentlich gehst du rein. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ja, liebes Traumato, es war schön mit dir. Jetzt stirb endlich, du dummes Gott. Also, Fakt ist, ich brauche Bälle. Sonst geht das nämlich überhaupt nicht klar. Was geht hier rein? Ach so, das Käferturnier. Ja, ich habe aber keine Bälle. Ich brauche Bälle. Erstmal... Was hat meine Scheißmutter mir geschickt? Das war das Falsche.
Schutz. Na, ist doch schön. Hat die Mutter bestimmt bloß für 10.000 Poké-Dollar im Home-Shopping gekauft. Die olle Snitch.